Es gibt ja seit Wochen eine heftige Debatte über die Rente. Und das ist ja auch gut so. Die Debatte ist ja lange überfällig. Ich meine, wir wissen doch seit Jahren, dass in Zukunft immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der soziale Abstieg im Alter droht. Und wir wissen auch, dass das für viele heißen wird, dass sie von Altersarmut bedroht sind. Das ist ja nicht neu. Schon 2007, das ist nur ein Beispiel dafür, gab es eine große Untersuchung, die die Rentenversicherung in Auftrag gegeben hat zur Alterssicherung in Deutschland, die gezeigt hat, innerhalb von 15 Jahren nimmt der Anteil von Männern in Ostdeutschland zu mit Renten unter 600 Euro von 4% auf 28%. Und bei den ostdeutschen Frauen verdoppelt sich der Anteil auf 36%. Und auch hier im Westen wird es enger. Da steigt der Anteil der niedrigen Renten zwischen 500 und 800 Euro von 8% auf 15%. Das heißt, die gesetzliche Rente sinkt für jeden Sechsten, für jede Sechste in Richtung Altersarmut. Die Gewerkschaften haben deswegen schon seit Jahren immer wieder den Finger in diese Wunde gelegt. Schon vor 3 Jahren haben wir gemeinsam, IGBAU, DGB, mit den anderen Gewerkschaften zusammen Kampagnen gestartet, damit die Rente wieder zum Leben reicht. Damit diejenigen, die in die Rente jahrzehntelang eingezahlt haben, nachher auch eine Rente haben, von der man wenigstens halbwegs leben kann. Rente muss zum Leben reichen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, und das ist heute, vor allem in Zukunft, keine Selbstverständlichkeit mehr. Aber genau das muss es wieder werden, und dafür kämpfen wir. Dass Altersarmut droht, das ist also kein neues Thema, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Und es ist gut, dass die Parteien, dass die Regierung und die Opposition darüber diskutieren und Konzepte vorlegen. Aber immer entscheidend ist natürlich, dass dann wirklich was passiert, dass hinten auch was Sinnvolles rauskommt. Und da müssen wir leider große Zweifel haben, ob das denn wirklich passiert, ob da wirklich die entscheidenden Weichen gestellt werden. Die aktuelle Debatte ist ja ziemlich wirr. Ich versuche das mal an einer Stelle zusammenzufassen. Frau von der Leyen will ihre Zuschussrente durchboxen. Ihre eigene Koalition ist dagegen. Die SPD hat sie monatelang ebenfalls heftig kritisiert und schlägt jetzt eine Solidarrente vor, die ganz ähnlich ist und die Frau von der Leyen toll findet. Alles klar? Ja. Also was klar ist, ist, glaube ich, dass die Zuschussrente, also die Solidarrente oder Garantierente oder wie immer sie genau genannt wird, die wird das Problem der Altersarmut nicht lösen, sondern die wird bestenfalls an dem Problem der Altersarmut ein bisschen kratzen. Was wir brauchen, das ist ein Gesamtpaket, um die Rente in der Zukunft zu sichern. Und da muss man genau hingucken, was wir brauchen. Ich glaube, auf der einen Seite brauchen wir spezielle Instrumente für die Gruppen, die ein besonders hohes Risiko haben, im Alter arm zu werden. Das sind Geringverdiener und Geringverdienerinnen, Erwerbsgeminderte, Langzeitarbeitslose, Soloselbstständige. Aber es sind längst nicht mehr nur die sogenannten Risikogruppen, denen der Abstieg im Alter droht oder die Altersarmut. Sondern das Problem wirkt künftig wirklich hinein bis in die Mittelschicht. Die Bundesarbeitsministerin selbst hat das ja sehr deutlich gemacht, woran das liegt. Der Hauptgrund dafür ist die Senkung des Rentenniveaus auf 43%. Und diese 43%, die heißen dann, für den sogenannten Eckrentner, das ist immer so ein klasse Begriff, das ist nicht der Rentner, der an der Ecke steht, sondern das ist eine Rechengröße, die heißt 45 Beitragsjahre und Durchschnittsentgelt. Und das liegt im Moment bei 2600 Euro. Der sogenannte Eckrentner, oh Carsten, jetzt könntest du mal mit so einer Folie starten. Ja. Der sogenannte Eckrentner hätte dann im Jahr 2030 statt der 1260 Euro, die er jetzt hätte, nur noch 1.085 Euro brutto. Und Durchschnittsverdienende müssten mindestens 33 Jahre ununterbrochen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, um eine Rente in der Höhe der Grundsicherung zu kriegen. Also ich meine, gut, jetzt kann man sich fragen, wer bitte ist der Eckrentner? Denn ich meine, das ist eine aussterbende Gattung. Diese 45 Versicherungsjahre, von denen da die Rede ist und das Durchschnittsentgelt, weil wer kriegt das denn noch zusammen? Das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, das gilt ja nur noch für 2/3 der Beschäftigten. 1/3 wird ja von vornherein in unsichere Beschäftigungsverhältnisse und Niedriglohn abgeschoben. Und bei einem Einkommen von 1.800 Euro im Schnitt, da sind es
48 Jahre Arbeit, die man braucht, nur um eine Rente in Höhe der Sozialhilfe dann nachher zu haben. Und ich finde, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das ist einfach ein Desaster. Und das müssen wir dringend ändern. Die Kollegen heute Morgen und die Kolleginnen und Robert haben mir vorhin ganz plastisch gezeigt, was das dann eben auch heißt für die Berufsgruppen, für die verschiedenen, für die Menschen in den verschiedenen Lebenslagen. Aber eins ist dabei ja ganz klar, finde ich. Die Senkung des Rentenniveaus, das ist der Brandbeschleuniger für die Altersarmut von morgen. Und deshalb muss jeder, der wirklich was gegen Altersarmut unternehmen will und den massiven Abstieg im Alter verhindern will, der muss genau hier ansetzen. Und daran, was sie hier tut, muss sich Frau von der Leyen messen lassen. Die Renten dürfen nicht noch weiter gekürzt werden, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Da ist es gut, dass die Arbeitsministerin das Problem Altersarmut wenigstens benannt hat, aber gelöst ist es damit noch lange nicht. Wir haben mit unserem Rentenkonzept einen Vorschlag gemacht, ein Angebot, ich werde darauf gleich näher eingehen, aber lasst mich vorher noch was Grundsätzliches sagen. Es kommt darauf an, die Probleme an den Wurzeln zu packen, sowohl in der Rentenversicherung als auch auf dem Arbeitsmarkt. Robert hat das ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube, nur wenn wir an beiden Enden anpacken, dann kann daraus ein stimmiges Konzept werden, was auch langfristig trägt. Denn keine Rentenversicherung der Welt kann all das ausgleichen, was am Arbeitsmarkt da schiefläuft. Und da läuft ja wirklich jede Menge schief. Wir haben es seit ein paar Tagen mal wieder amtlich. Der Niedriglohnsektor wächst. Fast ein Viertel der Beschäftigten muss zu Niedriglöhnen arbeiten. Und die meisten davon sind Frauen. 70% von denjenigen, die im Niedriglohnbereich arbeiten müssen, sind Frauen. Und Frauen sind diejenigen, die besonders von Altersarmut bedroht sind. Dass Niedriglöhne zur Altersarmut führen, das kann ja noch nicht mal die FDP bestreiten. Und um diesen Niedriglöhnen endlich einen Riegel vorzuschieben, brauchen wir endlich einen flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde. Das ist das Mindeste und das muss für alle gelten, darunter darf es gar nichts geben. Aber was wir darüber brauchen, sind allgemein verbindliche Mindestlöhne für die Branchen, die deutlich drüber liegen. Und besser noch, wir brauchen gute Tariflöhne, wir brauchen gutes Geld für gute Arbeit, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mit dem Mindestlohn im Gesetzblatt sind die Probleme ja nicht gelöst, aber sie werden zumindest gelindert, heute und auch morgen. Denn es muss doch endlich Schluss sein damit, dass die Arbeitgeber sich aus den Steuerkassen bedienen und in die Hartz-IV-Kassen reingreifen, weil sie Hungerlöhne zahlen. Und die reichen dann bei den Leuten nicht zum Leben und die müssen deswegen mit Hartz IV aufstocken, damit sie rumkommen. Und das sind 11 Milliarden Steuergelder, mit denen Niedriglöhne hochsubventioniert werden, damit dann nachher am Ende trotzdem Armutsrenten rauskommen, die dann wieder massiv aufgestockt werden müssen. Und das ist doch einfach ausgemachter Unsinn. Und deshalb brauchen wir auch die Regulierung der Leiharbeit und wir brauchen eine Reform der Minijobs, denn diese Minijobs, das ist doch die Armutsfalle, gerade für Frauen. Und statt organisierter Lohndrückerei brauchen wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Denn das wissen wir doch alle, nur aus guter Arbeit entsteht auch eine gute Rente. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das zweite Problem neben dem irrsinnig großen Niedriglohnbereich, das ist, dass Arbeit oft krank macht. Das haben wir auch heute Morgen ja wieder gehört und die Situation am Arbeitsmarkt für Ältere immer noch schlecht ist. Bei den 63- und 64-Jährigen sind nur etwa 11% sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das heißt, nur jeder Zehnte schafft es aus der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung in die Altersrente mit 65. Und wer ständig fordert, dass die Menschen länger arbeiten, der muss ihnen doch überhaupt erstmal eine faire Chance geben, es überhaupt bis 65 schaffen zu können. Und da hätten die Politikerinnen und Politiker, die die 67 entschieden haben, einen Blick in die Lebenswirklichkeit bitter nötig, wie wir den heute Morgen von den Kolleginnen und Kollegen bekommen haben. Dafür übrigens nochmal vielen Dank. Wir sind im Moment ja von der 65, die zu schaffen, noch meilenweit entfernt, denn dafür braucht es bessere Arbeitsbedingungen in den Betrieben, es braucht mehr Investitionen in Arbeits- und Gesundheitsschutz und faire Chancen für Ältere, auch dann, wenn sie arbeitslos sind. Und solange die Arbeitgeber hier nichts tun und die Politik das laufen lässt und sich in Hochglanzbroschüren
für mutige Entscheidungen zu unseren Lasten feiern lässt, ist und bleibt die Rente mit 67 eine reine Rentenkürzung und eine totale politische Fehlentscheidung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wenn das Rentenniveau wirklich auf die 43% sinken sollte und dann kommen da oben drauf noch die hohen Abschläge durch die 67, dann wird es selbst für gut bezahlte Facharbeiter eng werden. Und wer die 67 ins Gesetzblatt geschrieben hat, und ich meine, ich sehe ja, dass wir dafür im Moment, das zu ändern, offensichtlich keine parlamentarischen Mehrheiten haben, aber wer die ins Gesetzblatt geschrieben hat, der steht doch jetzt zumindest in der Verantwortung, zumindest dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht massenhaft am Ende des Arbeitslebens in Hartz IV abstürzen und ihre ganze Lebensleistung dann noch entwertet wird. Und aus dieser Verantwortung, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, werden wir die Politikerinnen und Politiker auch nicht entlassen. Wir brauchen sozial abgesicherte Übergänge. Robert hat das eben im Einzelnen schon nochmal dargestellt. Das kann nicht nur Teilrente heißen, die dann eben auch besser aussehen muss als das, was jetzt auf dem Tisch liegt, sondern neue Modelle der Altersteilzeit und von Altersübergangsgeld. Aber klar ist auch, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dass flexible Übergangsregelungen kein Ersatz sind für ein realistisches Rentenalter, das die Kolleginnen und Kollegen auch wirklich erreichen können. Und das ist ganz bestimmt nicht die 67. Gerade die, die gesundheitlich nicht mehr können, die sind am stärksten von Armut bedroht. Und wir brauchen dringend eine echte Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente. Die sinkt nämlich mit dem allgemeinen Rentenniveau und liegt inzwischen im Schnitt bei 640 Euro. Das ist der durchschnittliche Zahlbetrag im Monat. Und das ist unter Grundsicherungsniveau. Da müssen wir ran. Also Erwerbsminderung ist ja auch keine Randerscheinung. Jeder Fünfte, der heute in Rente geht, geht über die Erwerbsminderung in Rente. An dieser Stelle ist die SPD mit ihren Eckpunkten am fortschrittlichsten. Da schlägt sie deutliche Verbesserungen vor bei der Zurechnungszeit und sie will die Abschläge abschaffen. Da will ich eins sagen, genau die Abschaffung der Abschläge, die ist auch dringend nötig, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Denn Abschläge haben ja bei der Rente, wenn überhaupt, dann den Sinn, dass man sich entscheiden kann. Gehe ich früher in Rente und nehme dafür einen geringeren Zahlbetrag meiner Rente im Monat in Kauf, oder gehe ich später in Rente und habe dann nachher den vollen Betrag. Aber wer gesundheitlich nicht mehr kann, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der hat da nichts mehr zu entscheiden, der ist einfach raus. Und es kann doch nicht sein, dass die, die nicht mehr können, dann auch noch draufzahlen müssen. Und eine, was Frau von der Leyen hier vorschlägt, eine Erhöhung der Zurechnungszeit bei der Erwerbsminderungsrente in so Trippelschritten über die nächsten 17 Jahre, das finde ich ist eine echte Zumutung. Das reicht nämlich dann gerade mal für eine Tasse Kaffee mehr im Monat, das sind glaube ich 3 Euro im Durchschnitt. Und da haben unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich kaputt geschuftet haben, nun wirklich was Besseres verdient. Ich komme jetzt zu einem entscheidenden Punkt in der augenblicklichen Auseinandersetzung, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nämlich zum Rentenniveau. Die Bundesarbeitsministerin, die hat ja das sinkende Rentenniveau zum Hauptgrund für die drohende Altersarmut erklärt oder zumindest für den sozialen Abstieg im Alter. Und ich meine, da liegt doch die logische Antwort einfach auf der Hand. Dann senkt doch das Niveau nicht. Aber stattdessen baut Frau von der Leyen mit der Zuschussrente auf dieses sinkende Niveau obendrauf eine ganz komplizierte Konstruktion, wo nur ganz wenige die Hürden schaffen werden und dazu Zugang haben. Und mit dieser Konstruktion von Zuschussrente soll das einigen wenigen möglich gemacht werden, trotz sinkendem Niveau noch den Kopf über Wasser zu halten. Ich meine, das ist doch einfach albern. Worum es gehen muss, ist doch die Rente insgesamt zu stabilisieren und für die junge Generation so zu sichern, statt das Rentenniveau so weit abzusenken, dass die Renten danach dann massenhaft aufgestockt werden müssen. Ich meine, wer jahrzehntelang eingezahlt hat, muss im Alter auch von seiner Rente in Würde leben können, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Und deshalb müssen wir auch hier an die Wurzeln des Übels, und das ist nicht nur der Niedriglohnsektor, sondern das ist eben auch die Absenkung des Rentenniveaus. Bislang hat es da immer aus der Union, aber auch aus der SPD geheißen, das wird zu teuer, kein Geld. Nun gibt es eine Reihe von guten Vorschlägen, wie mehr Geld in die Sozialkassen kommen könnte. Angefangen von der Reform der Minijobs über die Bürgerversicherung bis zur Vermögensabgabe, höherem Spitzensteuersatz. Ich will hier aber nicht das, was Robert eben schon dargestellt hat, wiederholen. Aber selbst für all die, die so weit nicht gehen wollen,
haben wir einen wirklich guten Vorschlag. Die SPD und die CDU sagen ja, die Senkung des Rentenniveaus ist unbedingt nötig, damit im Jahr 2030 der Beitragssatz nicht über 22% steigt. Man kann über diese 22%-Grenze ganz trefflich streiten, und ich möchte ausdrücklich festhalten, dass sich der DGB diese Beitragsgrenze nicht zu eigen gemacht hat und auch nicht zu eigen machen wird. Was wir aber gemacht haben, ist ein Konzept zu entwickeln, das selbst diesen Glaubenssatz widerlegt. Die Senkung des Rentenniveaus ist nicht nötig, um die Obergrenze beim Beitragssatz von 22% im Jahr 2030 zu halten. Ich kann es auch anders sagen. Selbst wenn der Beitragssatz die 22%-Marke im Jahr 2030 nicht übersteigen soll, dann kann das heutige Rentenniveau gehalten und finanziert werden. Und das geht, wenn wir den Beitragssatz in der Rentenversicherung der demografischen Entwicklung anpassen. Jetzt müsste man, ich glaube, jetzt brauchen wir einiges. Nein, weiter. Ja, falsch, aber... Da, genau, da ist es. Denn das zeigt, was wir vorgeschlagen haben. Diese rote Linie ist das DGB-Beitragsmodell. Wir sagen, wir wollen den Rentenbeitrag jedes Jahr um je 0,1 Prozentpunkte für Versicherte und 0,1 Prozentpunkte für die Arbeitgeber anheben und ihn dann ab dem Jahr 2025 bei 22% stabilisieren. Damit könnte das heutige Rentenniveau zumindest bis zum Jahr 2030 finanziert werden. Das wäre das Mindeste. Es bleiben dann nämlich, wenn wir das so machen, wie wir das hier vorschlagen, sogar mehr als 200 Milliarden übrig in der Reserve. Und das hieße, wir können noch mehr an Leistungen verbessern. Und da ist das Wichtigste, die besseren Erwerbsminderungsrenten. Auch die lassen sich daraus bezahlen. Und dann würde die Reserve trotzdem noch ansteigen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch dann die Rente mit 67 aussetzen können, und das können wir davon bezahlen. Wir können sie zumindest aussetzen. Und das geht bis zum Jahr 2025, das geht auch bis zum Jahr 2030. Das lässt sich damit bezahlen. Und dann heißt das, dass Arbeitgeber und Politik in aller Ruhe dafür sorgen könnten, dass die Bedingungen geschaffen werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich länger gesund in Lohn und Brot bleiben können, ohne dass wir die bis dahin drastisch anwachsenden Abschläge hätten. Und dann können wir uns die Arbeitswirklichkeit angucken und neu entscheiden. Aber ich meine, alles das ist machbar. Die Verbesserung, das Rentenniveau zu halten, die Erwerbsminderungsrenten zu verbessern, die Rente mit 67 wenigstens auszusetzen. All das ist machbar, wenn man denn will. Man muss das wirklich wollen. Und wer behauptet, die Finanzierung des heutigen Rentenniveaus sei bis 2030 nicht möglich, der lügt sich in die eigene Tasche. Es ist machbar. Es ist machbar, und wir erwarten, dass sich die Parteien damit auseinandersetzen, ernsthaft auseinandersetzen und auch entsprechend handeln. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, aus dem Alter, wenn ich mich hier umschaue, wo man sich mit Märchen beruhigen lässt, sind wir ja eigentlich raus. Aber man versucht es ja immer wieder, uns welche zu erzählen. Ich habe am vorigen Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen, ihr kennt das ja mit dem klugen Kopf, kann man sich auch drüber streiten, einen Artikel gelesen mit der Überschrift Altersvorsorge, der Reichtum der Rentner. Der hat das Risiko von Altersarmut für absoluten Unsinn erklärt, weil ja doch alle privat vorsorgen in Deutschland. Und wir hätten die höchste Sparquote der Welt. 8,5 Billionen Euro an privatem Geld und Immobilienvermögen gibt es in Deutschland. Das stimmt. Und da steht dann in dem Artikel wörtlich, die Rentnergeneration der Zukunft ist ja auch eine Generation der Erben. Da kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, mein Gut, stimmt eigentlich. Wir haben uns dann mal erfolgreich mit den ungewohnt vielen Nullen rumgeschlagen und gerechnet, was das denn heißt. 8,5 Billionen für 80 Millionen Einwohner, rauskommen 106.000 Euro und 106.250 Euro. Ich wollte die 250 jetzt nicht unterschlagen. Wenn ihr nachher nach Hause geht, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, dann guckt doch mal auf eurem Konto nach. Eigentlich müsste das Geld da liegen. Und vergesst nicht den Anteil für die Kinder und für die Oma. Das ist nämlich pro Nase gerechnet mit den 106.250. Wenn das Geld Wiedererwarten nicht da sein sollte, dann treffen wir uns vielleicht am besten am 29.09. beim Aktionstag Umverteilen. Ja. Aber zurück zu den Märchen, mit denen man versucht, uns zu beruhigen. Riester, die Aussicht, dass sich
das sinkende Rentenniveau durch Privatvorsorge aller Riester ausgleichen ließe, das hat sich ja längst als böse Illusion erwiesen. Da haben zwar in den letzten Jahren Versicherungskonzerne ihre Schäfchen ins Trockene gebracht, aber für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es kaum möglich, ohne die Beteiligung der Arbeitgeber ihren wachsenden Lücken in der Rente hinterherzusparen. Das klappt einfach nicht. Das wird für uns nur teurer und unsicherer. Und außerdem, spätestens nach dem Crash am Finanzmarkt 2009 musste auch der Letzte begriffen haben, das Roulette am Kapitalmarkt, das ist für die Alterssicherung ganz bestimmt keine Alternative zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die Alterssicherung zu privatisieren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ist der komplett falsche Weg. Und ob sich die Hoffnung erfüllt, dass die betriebliche Altersversorgung die Rentenlöcher auf breiter Front stopfen kann, das sei mal dahingestellt. Wobei ich bin davon überzeugt, dass wir die betriebliche Altersversorgung on top, also zusätzlich brauchen. Denn ich meine, ein Rentenniveau von 50%, und das wäre das, wo wir dann landen würden, wenn wir sagen, wir wollen das auch auf dem heutigen Niveau stabilisieren. Das ist nun wahrlich kein Luxus. Und das dann noch weiter auf 43% zu senken, das wird viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den finanziellen und sozialen Absturz im Alter und in die Altersarmut treiben. Und genau das wollen und müssen wir verhindern. Und da zeigt unser Konzept, dass das geht. Ich glaube, 0,1%, das bedeutet für durchschnittliche Beitragszahlerinnen und Beitragszahler 2,60 Euro im Monat. Ich glaube, das ist moderat und auch für die Wirtschaft vertretbar. Ich meine, es gibt ja eine Gegenleistung, nämlich ein einigermaßen stabiles Rentenniveau. Auch für die Wirtschaft vertretbar sage ich, ja, ich weiß, ihr kennt alle die Diskussion über die steigenden Lohnnebenkosten, aber vielleicht sollte man nach jahrzehntelangem Wedeln mit diesem Schreckgespenst Lohnnebenkosten auch einmal erwähnen, dass Deutschland aktuell auf Platz 16 bei den sogenannten Lohnnebenkosten in Europa liegt. Das ist unter dem Durchschnitt und hinter Staaten, die so gern als Vorbilder genommen werden, wie Schweden, Niederlande, Finnland, aber auch hinter Rumänien und Litauen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich glaube, unser Konzept trägt und das ist ein Angebot an Regierung wie Opposition. Ein stabiler Beitragssatz mit verlässlichen und moderaten Stufen verspricht ein stabiles Rentenniveau, auch für die junge Generation. Die Beiträge würden zwar früher, aber eben nicht höher steigen, als es die Bundesregierung selbst plant. Aber da ist die Koalition dabei, einen katastrophalen Fehler zu begehen. Das Kabinett hat beschlossen, den Beitragssatz im Jahr 2013 auf 19% zu senken. Und das hätte fatale Auswirkungen für die Stabilität der künftigen Renten. Und das widerspricht außerdem allen Bekundungen, Altersarmut vermeiden zu wollen. Die Koalition wirbt dafür mit einer Entlastung von 2,7 Milliarden Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das wären im Schnitt gerade mal 6,40 Euro, für Durchschnittsverdiener 7,80 Euro im Monat. Beschäftigte mit einem Einkommen von 1.000 Euro hätten ganze 3 Euro mehr in der Tasche. Ich finde, das ist eine sehr überschaubare Entlastung und verdammt teuer bezahlt bei der Rente. Nämlich für Normalverdiener, die jetzt die 6,40 Euro sparen, die hätten 158 Euro weniger Rente, wenn ein Rentenniveau von 43% gelten würde. Diese Beitragssenkung jetzt, die steht in überhaupt keinem Verhältnis zu den Belastungen und zu den Spätfolgen, die damit angerichtet werden. Mit einer Beitragssenkung werden die Spielräume für eine Sicherung der Rente vernichtet. Und im Klartext heißt das, die Beitragssenkung von heute, das ist die Rentenkürzung von morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Und genau deshalb streiten wir vehement für stabile Beiträge, für den Aufbau einer Demografiereserve und für sichere Renten, von denen man leben kann, auch für die Jungen. Das sehen auch im Übrigen 80% der Bürgerinnen und Bürger so. Wir haben dazu eine repräsentative Umfrage gemacht. Und unter den Anhängern der CDU-CSU sind es sogar 82%, selbst bei der FDP 62%. Und wir haben eine breite Unterstützung aus den Bundesländern für eine Demografiereserve, auch aus den Unionsgeführten, auch aus denen, wo eine große Koalition ist. Das bedeutet, die Messe ist noch nicht gelesen. Und das gilt im Übrigen auch für die Positionierung der SPD zum künftigen Rentenniveau. Wir stehen erst am Anfang und nicht etwa am Ende der Debatte und wir müssen uns hier einmischen. Wir müssen Druck machen, damit hier vernünftige Positionen rauskommen und die Politik vernünftige Positionen umsetzt. Und das werden wir auch. Wir werden weiter Druck machen, der DGB mit allen Gewerkschaften gemeinsam. Ich setze da auf eure Unterstützung. Wir brauchen den Druck in den Betrieben und in der politischen Öffentlichkeit.
den Druck auf die Parteien und die Abgeordneten. Der Bundestagswahlkampf, Robert hat es eben schon gesagt, der steht vor der Tür und da müssen wir uns mit unseren Forderungen mit Nachdruck einmischen für gute Arbeit und gute Rente. Jetzt brauche ich dich nochmal, damit das mit dem Schluss auch klappt. Nein, weiter. Weil das ist das, was wir als erstes tun müssen. Nämlich die Beitragssenkung von heute ist die Rentenkürzung von morgen. Und könntest du jetzt nochmal eins weitermachen? Auf die Beitragssenkung verzichten als Vorsorge für morgen. Vielen Dank, liebe Kollegen.